Es gibt zur Bannwelle eigentlich relativ wenig zu sagen. Ne? Wir haben einen Haufen Bots weggeixt. Mit einem Haufen Bots meine ich ungefähr 200.000. Wenn man sich den Spieler-Peak hier anguckt. Gestern kamen sie zumindest nicht wieder. Hoffentlich kommen sie auch heute nicht wieder. Und ist gut, ist gut. Ich bin generell ein großer Fan davon, dass sie Sachen machen. Ich bin auch ein Fan davon, im Übrigen, was viele Leute bemängeln, dass sie das nicht ankündigen und nicht kommentieren. Ja, dass sie das einfach machen. Das Ding, das sie mit der letzten oder vorletzten Bot-Bannwelle gemacht haben, ist, sie haben sie angekündigt. Sie haben gesagt, mit dem neuen Update werden wir neue Maßnahmen gegen Bots einführen, bla 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 bla. Und dann wurden ein Haufen Leute, RMTler und ein Haufen Bots gebannt. Aber so die Leute hatten mehr oder minder Zeit, sich vorzubereiten. Und gestern Nacht, also vorgestern Nacht schon, haben sie einfach mal einen Haufen Bots und Spieler weggeixt. Und ich denke, das ist das richtige Vorgehen. Ich verstehe, dass es Zeit braucht, Systeme zu entwickeln gegen diese Bots. Ich verstehe, dass man das nicht von einem Tag auf den anderen machen kann. Aber hätten die das vor einem Monat gemacht oder vor zwei, dann hätten wir potenziell ein paar mehr Spieler im Spiel. Heißt, wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte, ist, dass wir das öfter machen. Weil jeder, der glaubt, wir werden jetzt keine Bots mehr im Spiel haben, träumt. Ja, seien wir ehrlich. Die kommen wieder. Die programmieren, was auch immer notwendig ist, um, kommen wieder ins Spiel, fangen wieder an, Gold zu farmen, weil es halt lukrativ für sie ist. Wenn die nicht wiederkommen, dann können wir uns Sorgen um die Playerbase machen, weil das heißt dann bloß, dass es keine Nachfrage nach Gold gibt. Aber ja, es ist notwendig. So, die Bots haben das Auktionshaus mega beeinflusst in den letzten Monaten, dass wir auch diese Trade Restrictions haben, unter denen jeder von uns leidet. Ja, 20 Items am Tag nur reinposten, nur alle 10 Sekunden eine Kaufanfrage stellen dürfen und. Und das sind alles Sachen, die durchaus die realen Spieler des Spiels betreffen und daraus ausufern, dass eben sehr viele Bots irgendwie mit den Systemen interagieren, die eigentlich für uns geschaffen worden sind. Ich hoffe, sie klemmen sich dahinter, das irgendwie ein bisschen langfristiger zu machen und ich hoffe, sie entwickeln gemeinsam mit Smilegate Systeme, die im Optimalfall verhindern, dass wir als Spieler darunter leiden und einfach nur die Bots betreffen. Und dazu gibt es definitiv auch weitere Ankündigungen. Ja? Wir haben einmal die Ankündigung, dass das Januar-Update nächste Woche kommt. Und dazu gibt es so einen Witcher-Trailer, den können wir uns gleich mal angucken. Was es aber auch gibt dort, ist ein bisschen versteckt. Genau, Quality of Life, Komfortverbesserung. Neben Geralt und Co. gibt es im Januar-Update auch weiteres, nämlich Bewohner von Arcesia können sich auf Komfortverbesserungen freuen, die dem alltäglichen Abenteuer einen Feinschliff verpassen. Verbesserungen bei Quests und Una-Aufgaben, Materialientausch, Optionen bei Favoriten-Gravureffekten, Verbesserungen des Gildensystems und mehr. Verbesserungen bei Quests, keine Ahnung, was das ist. Unas Aufgaben könnte sein, dass wir andere Una-Tokens bekommen? Fragezeichen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist, aber wir werden natürlich auch ein Video dazu machen, wenn es dann soweit ist und wir mehr dazu wissen. Mal schauen. Mal schauen. Sollten wir in den nächsten paar Tagen auf jeden Fall Patch Notes bekommen. Ansonsten, wie gesagt, haben wir hier noch die Witcher-Geschichte, lasst mich kurz Musik ausmachen, dann können wir uns das angucken. Es wird eine Crossover-Insel mit Witcher geben, mit Ciri, Geralt, dem seltsamen Hafenspieler da, Yennefer, Triss, also alle netten Charaktere, mit denen man das Schäferstündchen hatte im Spiel und entsprechende Skins. Einfach mal reinschauen. Rittersporn, genau so heißt er.
Hol dir das Witcher Spezialpaket. An dieser Stelle nö. Solange sie die Probleme im Spiel nicht in den Griff bekommen, und da rede ich nicht über Bots, sondern spezifisch über Disconnects, nö. Keinen müden Cent. Der Hammer sieht insane aus. Ich hab grad nö gesagt, ich bleib bei meinem nö, aber leck mich am Arsch, wenn ich ein Destroyer wäre, wäre das so ein dickes Ja. Ich glaube, es gab noch ein zweites Video dazu. Hier. Ah, das ist weniger der Sellout-Trailer und mehr der... Ich bin Geralt von Riva. Ein Hexer. Aber manchmal hat man so ein Gefühl. Und als ich diese Puppe die Mokoko-Statue ist cool. Wusste ich sofort, ein neues Abenteuer stand uns bevor. Arkesia. Oh, ich liebe den Duft einer ganz neuen Welt. Geralt. Du musst einfach für Ärger sorgen, was? Es ist Zeit für eine neue Herausforderung. So machen Hexer das. Ja, und das Event wird einen Monat laufen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Insel bleibt oder dann verschwindet, je nachdem, wie sie halt Rechte gekauft haben und so. Mal gucken. An der Stelle möchte ich vorrangig mal was Positives bemerken. Ey, die Synchronsprecher, sind das die gleichen wie aus dem Spiel damals? Oder nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich hab Bock, und die Mokoko-Statue ist absolute Ehre. Wo haben wir sie hier? Mega geil. Die hätte ich gerne. Sind die gleichen abgefahren. Abgefahren. Es gibt hier anscheinend einmal einen Link zu den Skins, und Teferi hat außerdem noch kurz gesagt, zu dem Update mit den Mats wird es wohl irgendwie eine Einstellung geben, dass man nicht die Ungebundenen aus dem Kaderlager wechselt, sondern nur die Bound oder nur die im Inventar. Das wäre auf jeden Fall auch schon mal wünschenswert. Aber ja, lasst uns mal gucken. Lost Ark Ex Witcher. Die Preise hier, seid nicht schockiert. In Korea gibt es überall eine Null mehr. Also in unserem Fall wären das 3150 königliche Kristalle, also ungefähr 30 Euro. Naja. Warrior, irgendeine Rüstung. Male Martial Artist, genau die gleiche Rüstung. Das ist die Siri-Rüstung. Male Hunter. Okay. Okay, also haben wir eine Rüstung. Oh Gott. Entweder Geralt oder Ciri, und dann haben wir hier Waffen. Der dicke Hammer für einen Destro ist insane. Lanze für einen Warlord, Schwert für einen Berserker und Holy Knight. Das sind anscheinend beides relativ kleine, dünne Schwerter, also gerade für einen Berserker mal ein bisschen Abwechslung. Striker hat hier so eine versteckte Klinge von Assassin's Creed. Battlemaster genau das gleiche, Infighter grob auch das gleiche. Technician ist Seelenfaust und ein Speer für die Lanzenträgerin. Die Blasterwaffe sieht lustig aus. Ja, ich meine, sieht nicht besonders spektakulär aus, aber ehrlich gesagt finde ich das gerade attraktiv. Ich denke, wir haben genug Skins, die mega edgy sind, und tatsächlich erstaunlich wenig Skins, die einfach nur ein Schwert sind. Es gibt natürlich eine Frage, die sich potenziell ein paar Leute stellen, die auf einen Artist, auf einen Painter warten. Und zwar, wie ist das mit den Skins? Gibt's nicht, Rox hat das schon confirmed. Ja gut, dann RIP. Das ist ja dann nichts Neues.
Rox hat hier geschrieben, sie kann reconfirmen, dass das nicht verfügbar sein wird für einen Artist. Finde ich seltsam und schade. Das Model ist ja da. Aber gut. Ja, ich meine, das war's zu News. Bots weggeixt für den Moment. Müssen wir mal gucken, wie das nach der Wartung aussehen wird, ob die wiederkommen, wie schnell die wiederkommen, wie viele, was auch immer. Was generell dort noch unternommen wird. Ich finde aber generell sehr, sehr schön, dass tatsächlich nach wie vor Sachen unternommen werden, was wiederum zeigt, dass sich gekümmert wird und wir halt einfach als Spieler nicht unbedingt immer alles sehen. Peak von 100.000 Spielern gleichzeitig online ist, denke ich, sehr solide. Ist traurig, wenn man eine Sache bedenkt, nämlich, dass das Spiel auf Steam in 5 verschiedene Regionen gesplittet ist. An dieser Stelle gab es noch eine Sache, die von Rox irgendwann erwähnt wurde. Vielleicht finden wir es ganz kurz noch hier. Und zwar, dass tatsächlich an der Technik, an Technik gearbeitet wird, Regionen zusammenzulegen. Ja, es wurde hier einmal gesagt, West und Ost oder komplett den kompletten Westen global eine Region zu machen, ist ein bisschen seltsam und nicht geplant, ja. Aber das kann sich natürlich ändern, wenn die Playerbase schrumpfen sollte. Und irgendwo hat sie auf jeden Fall gesagt, dass das momentan daran gearbeitet wird, tatsächlich Regionen zusammenzulegen. Insbesondere was, glaube ich, Amerika West und Ost angeht und EU West und Central. Insbesondere für die paar Leute, die auf EU West spielen, denke ich, ist das sehr, sehr wünschenswert. Weil das offensichtlich ein Problem für viele dort ist, dass im Auktionshaus nicht viel los ist, nicht viele Gruppen verfügbar und so weiter und so fort. Hier die News für ein Server-Merge. Genau, Region-Merges, daran wird momentan gearbeitet und sie sind sich der Situation von EU West bewusst. Auch an dieser Stelle nochmal genau das Gleiche, was ich zu den Bots gesagt habe. Sehr schön, dass sie das machen. Vor einem Monat, vor 2 Monaten, vor 6 Monaten wäre es definitiv nicht schlechter gewesen, das zu tun. Aber offensichtlich, wie immer, besser spät als nie. Naja, so oder so, ich denke, das sind allgemein ganz nette News und wir müssen einfach mal abwarten, wie es sich weiterentwickeln wird.